Willkommen hier zurück zu City Skylines in Staffel 2. Yay! Wie immer, ist irgendwie immer das Gleiche. Aber es liegt vielleicht daran, weil das hier ein fortlaufendes Projekt ist. Deswegen ist die Staffel 2 immer noch die Staffel 2. So viel dazu, zu dieser Logik und Thematik. Habe ich hier eigentlich schon die Gebiete ausgewiesen? Doch, habe ich schon. Es gibt auch ein bisschen Nachfrage, allerdings anscheinend noch nicht so viel, als dass sie sich das gerade direkt unter die Finger reißen würden. Unter den Nagel reißen? Weiß ich nicht. Unters in die Wand hauen Material reißen. Wobei ich Finger nicht in die Wand hauen würde. Meistens nicht. Es sei denn, es ist natürlich eine sehr angenehme Wand, die den Fingern eine Massage zufügt. Ich habe keine Ahnung. Wände sind eine Sache für sich. Stehen für sich, sag ich mal. Und unsere Anbindung hier scheint ordentlich zu fruchten. Also das ist schön, so wie das hier läuft. Das finde ich gerade mal gut. Es sieht zwar sehr wild aus hier, aber es scheint zu funktionieren. Und eventuell wäre es vielleicht sogar noch sinnvoll, noch so ein bisschen weiter daran rumzuwerkeln, weil man sieht hier, es ist noch immer genügend Verkehr vorhanden. Wobei von hier auch eine ganze Menge kommt, ne? Das ist hier, dass relativ viele von der Autobahn kommen, hier rüberschwupsen. Und dann hier im Kreisel sich verirren. Und dann habe ich keine Ahnung, wo die hinwollen. Mal so gesehen. Ein paar wollen nach rechts, ein paar wollen überall anders hin. Ja, letztendlich ist, ja, wahrscheinlich, ich denke mal, fahren trotzdem noch einige viele hier vorne hoch und runter. Weil die einfach mal von dieser anderen Seite hier kommen oder dahin wollen. Und das hier hinten natürlich noch ein Umweg wäre, ne? Wenn die von hier aus dem Gewerbegebiet da reinfahren und dann müssen die ganz da rum und dann hier runter und dann dahin. Das wäre ein bisschen übertrieben. Wir können aber mal gucken vielleicht, dass wir uns ein wenig der Untergrundbebauung nochmal ein bisschen frönen hier. Und einfach mal sagen, hier komm, hier vorne meinetwegen darf das abgehen. Da geht die Party ab und die Straßen natürlich auch. Dass wir hier vielleicht sagen, ich baue da mal rüber und runter. Vielleicht einfach mal hier quer rüber vielleicht. Das wäre eine Idee, ne? Mal so gesehen. Ich weiß nicht, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Hängt, denke ich mal, mit der, mit der Unebenheit von der Gegend ab hier zusammen. Machen wir es mal so. Dann kann es hier nochmal runtergehen. Also jetzt wirklich einmal quer durch hier. Das ist, querer kann es kaum werden. Mal so gesehen. So, hier darfst du meinetwegen direkt wieder überirdisch sein. Dass man einfach mal sagt, hier komm, das ist einfach mal komplett was anderes hier. Einfach mal überall durch hier. Ja, das wird schon gehen. Ja, einfach mal von hier bis ganz hier hinten eine Strecke durchlegen. Wir können dann nochmal weiterschauen hier, ob da noch was abzuknapsen ist. Man könnte sogar das hier noch miteinander verbinden, falls man das wollte. Unterirdische Straßen, ich glaube, damit könnte man echt eine ganze Menge Zeit verbringen. Bis es alles halbwegs sinnvoll wird. Ob man das jetzt genau machen will, ist dann noch eine andere Frage. Aber man könnte. Und das ist das Schöne. Überirdisch komme ich hier. Ich komme hier raus? Okay. Ich bin erstaunt. Was ist das denn für eine Konstruktion hier? Das waren vor allem die falschen Tasten gerade. Was ist das denn für eine Konstruktion? Okay. Ich habe da nichts gegen, wenn die da langfahren wollen, meinetwegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so meins wäre. Vor allem, weil die Welt hier zu Ende ist. Aber nee, auch weil hier irgendwie mal das Gefälle mal dermaßen enorm ist. Ja, die fahren da aber lang, das ist schön. Das ist genau das, was ich wollte. Jetzt kann man quasi diesen einen Weg hier von hier zwischendurch oder von der Autobahn hier lang und da rein einfach mal umgangen. Das ist schön. So muss das sein. Vielleicht, also vielleicht ein bisschen schöner, aber von der Idee her darf das gerne so sein. So, das darf auch gerne nochmal nach links hier abführen vielleicht. Wenn ich schon mal dabei bin, dann machen wir mal so eine richtige Abführstraße hier. Abführmittel kann jeder, Abführstraßen sind was anderes. Und hoffentlich funktioniert das. Das wäre sehr schön. Ging hier gerade mal eben so ein bisschen. Wenn ich runtergehe, okay, dann geht das. Hier raus. Und daran. Dass wir hier einfach mal die ganzen Industriegebiete miteinander verwursteln. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt, mal so gesehen. Ich glaube, da kann niemand was gegen sagen. Oder zumindest nichts, was auch stimmen würde. Ja? Ja? Schade. Ja?
So. Unterirdisch könnte man auch irgendwelche Kreisel und solchen ganzen Krams machen. Ich weiß nicht, es soll auch nicht zu kompliziert werden jetzt hier. Ich würde das gerne hier oben, wenn es geht, noch irgendwie mit anschließen. Aber das ist gerade mal ein bisschen zu eng hier. Ja, schade. Und auch ein bisschen zu hügelig hier, wenn man das gerade mal so sieht. Ist echt ein bisschen hügelig. Oder kann ich das hier irgendwo anschließen? Sinnvoll. Einigermaßen sinnvoll. Das ist echt eine von den wenigen Straßen, die ich mal hochgelegt habe, ne? So gefühlt. Das sieht aber eigentlich ganz cool aus hier. Ich gucke hier halt nur viel zu selten lang. Aber an sich gefällt mir das gut. Und meine Güte, was gibt es gerade noch eine Nachfrage nach Gewerbe? Wer macht denn sowas? Wo kommt denn das plötzlich her? Ich meine nicht, dass mich das stören würde, aber da habe ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Sagen wir es mal so. Nee, stören würde mich das nicht. Komme ich hier jetzt ran? Ich könnte... Ja, es ist ein bisschen zu knapp. Komme ich dazwischen durch? So, machen wir es so. Wie man das überall reinschmeißen kann. Das ist wirklich schön. Also das finde ich gut von der Lösung her, wie das hier eingebaut wird. Das finde ich echt ganz gut. Es klappt doch ziemlich gut und sieht sogar ganz nett aus. Wir können hier oben vielleicht noch ein bisschen Gewerbe machen. Wenn hier sowieso schon Autobahnnähe vorhanden ist. Oh, aber das staut sich gerade mal ganz massiv hier. Was ist das denn? Das gefällt mir ja gar nicht. Ich glaube, das ist das Problem, dass sie jetzt hier einfach rumblubbern wollen, damit sie auf die Autobahn kommen. Hier hinten vielleicht noch eine Auffahrt, dass sie da nicht alle hier lang fahren vielleicht. Es ist immer so schmerzhaft, wenn man sieht, dass sich das dermaßen aufklumpt, dass man eigentlich keine wirklichen Chancen hat, irgendwas Sinnvolles zu machen. Das ist sehr dicht beieinander. Das ist von der Autobahn her eigentlich überhaupt nicht gut jetzt. Ja, aber ich befürchte mal... Das ist interessant. Ja, Schwung holen, Schwung ausholen, rauffahren. Vielleicht hilft es ein bisschen. Aber es ist halt echt nicht so geil hier. Ich müsste wahrscheinlich hier vorne schon direkt eine Auffahrt haben, ne? Dass man sagen kann, hier vorne, da direkt rüber. Aber das geht nicht so ganz, glaube ich. Es sei denn, man macht irgendwelche ganz wilden Verrenkungsgeschichten hier. Wobei es wollen nicht so wahnsinnig viele wirklich hier nach unten hin eigentlich. Im Prinzip müsste man hier alles zweimal machen. Das wäre dann wahrscheinlich sinnvoller oder praktischer. Oder man macht es komplett anders, ohne solchen blöden Kreisel. Oder die nutzen das hier vielleicht auch nochmal. Vielleicht gleich, man weiß es nicht. Gewerbe, wo packe ich das Gewerbe hin? Ich wollte das eigentlich hierhin gerade mal werfen. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn ich das gerade mal so sehe hier. Ich mache es trotzdem mal. Als ob das interessant wäre, was sinnvoll ist. Einfach machen. Und dann läuft es. Vielleicht. Ne? Erst machen, dann gucken, ob es ordentlich ist. So ungefähr. Ja, es wird schon passen. Es wird natürlich nicht reichen wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ist sogar schon bewässert. Ui. Ich bin fast ein bisschen stolz. Wie vorausschauend ich manchmal bin. Aber wirklich nur manchmal. Aber das reicht natürlich noch lange nicht. Es wird direkt gebaut. Das ist schön. Das kriegen sie hin. Die wissen, aha, hier, da können wir bauen. Da machen wir es auch mal. Das haben sie schon gelernt. Das ist schön. So viel haben sie verstanden. Ja, und letztendlich würde ich hier oben das auch noch ein bisschen ausbauen. Wobei hier die Nähe zur Autobahn nicht so wahnsinnig groß ist. Wir können jetzt hier oben ein bisschen lang ziehen vielleicht. Oder hier noch eine weitere Autobahn durchziehen. Das geht natürlich auch. Dass man hier sagt, hier kommen so eine Querverbindung hier einfach mal fortführen. Aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Vielleicht. Oder man macht hier auch nochmal so einen Autobahnschlenker durch. Der würde sogar hier vorne dann wieder zurückzuführen sein. Das ginge dann sogar. Machen wir es doch hier. Gut, das Interesse nimmt auch gerade mal so ein bisschen. Oder der Bedarf sagt auch gerade mal so ein bisschen ab. Aber ich mache das echt nochmal hier so einen Schlenker.
Ich finde das eigentlich vom Konzept her ziemlich lustig. Hier scheint es zu funktionieren. Oder mache ich das? Man könnte fast einmal... Man könnte das hier einmal quer durchlegen. Ne? Von hier vorne, da so rüber. Bis zu diesem Stück Autobahn hier. Also eine Einbahnstraßenautobahn wäre auch ein bisschen albern. Immer diese Sachen, über die man sich Gedanken machen muss. Das ist furchtbar. Naja, dann baue ich hier oben halt so ein bisschen Gewerbegebiet hin. Ein bisschen dichter hier oben dran. Oder ich mache hier doch noch ein bisschen was. Wenn auch nicht so viel. Das ist hier so aufgebaut. Machen wir das mal. Das hier müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Und hier noch eine Autobahnabfahrtanbindung sein. Das wäre sehr sinnvoll. Oder ich mache von hier oben eine Straße. Die hier mal vorbeilaufen darf. Das geht gerade mal nicht. Verdammt. Verschieben. Das Wonneproppen-Gebäude hier. Das formschöne Etwas. Mit dem Hauch von etwas anderem. Ja? Das ist gut, genau. Die Frage ist, wie binde ich das jetzt hier an? Wahrscheinlich, indem ich da jeweils noch eine... warte. Ah, zu steil, ne? Das ist blöd. So. Und hier auf beiden Seiten quasi nochmal eine runter. Oh. So in der Theorie zumindest. Theoretisch funktioniert es. So, das wird schön. Das ist echt ganz hübsch jetzt geworden. Ist halt sehr, sehr kreiselig. Aber hat vieles, viel Interessantes. Jetzt können sie hier nämlich direkt runter und rauf fahren. Vielleicht, hoffentlich zumindest. Weiß ich nicht, können die das? Die können, wenn sie von hier lang kommen, können sie nicht nach rechts. Das ist blöd. Ist echt ein bisschen ungünstig. Dann machen wir da noch mehr Straßen hin. Jetzt können sie es. Und die können auch nicht, die können direkt, die können auch nicht nach links fahren. Das ist schlecht. Was können die eigentlich? Die können ja nix. Können echt gerade mal nix hier. Kriegt jetzt alles nicht eine Extrawurst. Ja, ich brauche den extra Pfeiler, keine extra Würste. Dann gibt es halt keine Extrawurst. Dann müssen wir das hier irgendwie anders vereinbaren. Indem wir darüber bauen. Wenn es hingeht. Ich befürchte mal... Na, nicht. Runter geht auch nicht. Mann! Warum? Ach Mann! Das soll funktionieren, bitte. Ach, hätte man sowieso nicht von hier darauf fahren können, oder was ist da los? Doch, klar, aber es... Fährt er ernsthaft den... Hier vorne hoch, damit der Weg 3 cm kürzer ist? Aha. Das ist mir ja so ein Piefke hier. Da muss ich, glaube ich, hier runter gehen. Ich meine, hoch. So. Huch. So ist schön. So, na, schön nicht, aber so funktioniert das wahrscheinlich zumindest. Ja, man kann auch jetzt direkt von hier da rangehen. Denke ich mal. Jo, es geht auch. Nun machen wir das sogar weg hier. Ja. Wunderhübsch. Warum habe ich das nicht von Anfang an so gemacht? Wahrscheinlich, weil es wirklich nicht hübsch ist. Ja, doch, das geht schon. Es hat viel Eigenes. Das muss wohl reichen. Benutzt wahrscheinlich eh keiner. Gut, was wollte ich eigentlich machen? Hier wollte ich Gewerbe hinmachen. Können wir hier eigentlich vorne direkt alles voll klatschen? Plops. Achso, Moment. The Straße has to go gerade. You know. So, wunderbar. Ach, hier ist jetzt kein Wasser. Ist das nicht ein Aquarium?
Ein Aquarium ohne Wasseranschluss. Das muss. Meine Güte, die armen Fische. Also, aber echt nicht so gut. Schlecht fürs Image auch, ne? Und wie war es so im Aquarium? Oh, ist ein bisschen trocken vielleicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube. Nur so als kleiner Tipp, falls von euch jemand ein Aquarium haben sollte oder sich zulegen wollte, guckt drauf, dass ihr Wasser habt. Ne? Man weiß ja nie. Nachher beschweren sich die Fische noch. Man muss ja vorbereitet sein. Es sieht aber arg danach aus, wenn man das mal so schaut gerade hier, dass es eventuell in Bälde vielleicht ein bisschen zu 100.000 Einwohnern kommen könnte. Das wäre natürlich wunderbar. Schön wäre das. Nee, es wäre echt mal schön, weil das dauert jetzt eine ganze Weile hier. Gefühlt deutlich länger als bei Staffel 1, obwohl wir eigentlich recht gut losgelegt haben. Also das fand ich nicht verkehrt. Das hatte zumindest ziemlich viele erfolgreiche Momente am Anfang hier. Und jetzt reiße ich genau da das nochmal weg, wo eigentlich hier die Gebäude hätten nennen sollen. Oder wo hier Gebäude schon entstehen. Das ist natürlich sehr schlau von mir. So, dass hier nochmal hier vorne zumindest ein paar höhere Bürogebäude entstehen können. Machen wir es hier auch mal. Ich weiß, es ist gerade Büro. Ich meine halt höhere Gewerbegebäude hier. Einkaufswolkenkratzer. Da kratzen die Wolken am Einkauf. Das hier oben dann so ein bisschen geringer halten. Das wäre ein bisschen schöner. Das wäre ein bisschen verteilt hier. Irgendwelche Anbindungen hier wäre natürlich superst. Boah, plops. Plops. Das passt sogar einigermaßen. Strom fehlt noch, ja. Das kriegen sie aber hoffentlich hin. Fahren wir mal hier runter. Da will sonst niemand hin. Zurück. Zurück. Das sind die furchtbarsten Bahnstrecken, die man sich vorstellen kann. Ach Mensch, ach Mensch. Und schon ist auch die Nachfrage weg hier zum Gewerbegebiet. Gewerbe. Zum Gerbera-Gebiet. Das ist ein sehr blumenfreundliches Volk hier. So, dann einmal rüber. Hier, dann haben wir mal so rüber und dann ist gut. Ich hoffe mal, die freuen sich so ein bisschen. Und da haben wir die 100.000. 100.000, hallo. 100.000, da haben wir die 100.000. Hoffentlich lange. Oh, es bleibt bei den 100.000. Noch ja, ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie schnell uns hier die ganzen Leute wieder hops gehen werden. Ich befürchte mal das Schlimmste. Meine Hoffnung ist doch ein bisschen geschunden. Polizeiwache. Polizeiwache. Also das ist, ja, ne, das hat jetzt so lange gedauert hier. Deswegen, wir schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Ist halt die Frage, wahrscheinlich... Letztendlich kann man wahrscheinlich jede Map irgendwie bis zu einem gewissen Grad spielen. Ich weiß nicht, wie weit das hier in gut funktioniert und ab wann es eigentlich schwieriger wird. Und ich weiß halt auch nicht, wie viel jetzt eigentlich von der Map abhängt. Klar, das mit den Rohstoffen ist halt irgendwann ist das Zeug leer und dann ist halt Feierabend, so gefühlt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn ich das abreißen würde hier, die jammern ja alle eigentlich ziemlich Achso, die jammern über Arbeiter, nicht über Rohstoffe. Nicht genügend Rohstoffe. Die jammern über Rohstoffe. Dass wir das hier vielleicht nur so ein Ticken einfach mal wegnehmen und gucken, was eigentlich passiert mit dem Boden, der dann da am Ende überbleibt. Der wird sich wahrscheinlich nicht wieder erholen, ne? Das wäre zumindest sehr unsinnig. Deswegen, ich gucke da einfach mal, was passiert. Ich reiße den ganzen Quatsch hier ab. Die Feuerwache freut sich trotzdem. Ich hoffe mal, der Strom passt trotzdem noch hier. Und dadurch, dass wir jetzt ganz viel Gewerbe gemacht haben hier, oder einigermaßen viel, besteht wieder Nachfrage mehr nach Einwohnerschaft, weil einfach mal mehr Arbeitsplätze sind, wahrscheinlich. Das ist schön. Wobei wir jetzt bei 100.278 halbwegs festhängen. Da ist jetzt quasi Nullbilanz. Wobei das gerade mal sehr schwankend ist. Also irgendwelche sinnvollen Aussagen dazu machen, irgendwelche sinnvollen Vorhersagen, das wird ein bisschen schwierig. Ich will nochmal eben gucken hier, wie es aussieht. Unterirdisch mit die Tunnel. Da sind Autos am Fahren. Das ist schön. Das ist genau das wollte ich eigentlich. Das ist toll. Und hier ist jetzt ein bisschen weniger los. Zwar noch immer nicht so knalle wenig, aber immerhin mal weniger. Und die fahren hier echt gut lang. Muss man sagen, auch hier vorne lang.
Muss man halt auch sagen, diese ganzen Tunnelgeschichten, die jetzt hier sind, das sind mehr oder weniger Behelfslösungen, Notlösungen. Wenn man es richtig gemacht hätte, hätte man quasi schon überirdisch dann diese großen Straßen gemacht, die da wichtig sind jetzt hier. Ich meine, habe ich zum Teil ja auch. Ich habe ja überall hier so ein paar größere Wege. Das sieht man ja, wenn man hier mal schaut, diese ganzen großen Straßen hier, die einigermaßen häufig vernetzt sind. Allerdings, so eine direkte Straße unterirdisch jetzt ist natürlich noch kürzer und die nehmen immer halt den kürzesten Weg. Auch wenn der Stau ist, die fahren einfach lang, es ist egal. Deswegen, ja, wahrscheinlich müsste man überirdisch dann nochmal ein paar große Straßen hier und da wegreißen. Oder zumindest, wenn man neue Gebiete machen wollte, nochmal wirklich, wirklich sinnvoller mit den großen Straßen umgehen. Dass man da deutlich effizienter nochmal bei ist. Das sieht schon ganz interessant aus, wenn man von oben schaut hier. So wie das gewachsen ist. Es sieht nicht so furchtbar aus, ne? Mal so gesehen. Es ist halt wirklich eine Stadt. Und dadurch, dass es außen ein bisschen schmaler geworden ist von den Häusern her, ein bisschen kleinere Häuser, ist es doch schon mal sehr angenehm. Es muss natürlich noch ein bisschen fortgesetzt werden als Trend, dass hin und wieder nochmal so ein paar kleinere Häuser entstehen auch. Aber an sich finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Mal so gesehen. Hier vorne, ja, könnte man schauen, vielleicht wenn die Verschmutzung ein bisschen weniger wird. Na, dass man dann hier das Gewerbegebiet komplett mal in die Tonne kloppt. Hier ist ja halt gar nichts mehr. Na, jetzt sieht man das ja auch, dass hier das ganze Öl einfach mal weggelutscht ist. Machen wir es mal komplett weg. Die jammern noch eh über die Rohstoffe. Ich hoffe, dass die Wirtschaft davon nicht komplett einbricht. Falls ja, dann, naja, warum nicht? Warum nicht mal auch Wirtschaft vergeigen? Haben wir ja eh schon oft genug gemacht. Ja, mit den Zugstrecken müsste man noch ein bisschen ausbauen. Wahrscheinlich auch noch mehr, deutlich mehr mit Güterzügen. Nicht Gewerbezüge. Kontoauszüge. Wahrscheinlich mit Güterzügen arbeiten. Das wäre nochmal ganz praktisch. Aber können wir einfach mal schauen, was denn überhaupt noch hier für uns parat bleibt. Wohin uns die Reise führen wird, ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich weiß nicht, wie lange die Reise noch sein wird. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was zu bereisen gibt noch. So ein bisschen schon, klar. Aber an sich würde ich mal behaupten, dass wir schon eine Menge gesehen haben. Und dass es auch kein Endlos-Projekt werden wird. Das ist, glaube ich, das sollte ziemlich jedem klar sein. Heißt nicht, dass es gleich zu Ende ist. Aber irgendwann wird es auch mal zu Ende gehen. Oder dann gibt es halt ein anderes Spiel. Dann gibt es natürlich noch das Format zu euren Städten weiterhin. Weil das gefällt mir eigentlich ganz gut. Halt so lange, wie ihr mir dann interessante Städte einsendet. Und solange das alles mit dem Laden der ganzen Speicherstände auch funktioniert. Da gab es ein paar Problemchen bei den letzten Folgen. Aber an sich, das können wir gerne weiterführen. Und einfach mal schauen, wie das dann sich entwickelt. So. Oh, das sieht aber schön aus hier. Ah, es ist aber nett. Hier haben sie auch alle mal geschafft, sich ein Gebäude hinzuwerfen. Die haben alle hohe Stufe, ne? Aber die sind trotzdem ziemlich winzig. Das liegt halt daran, dass das wirklich jetzt hier nur das geringe Gebiet ist. Aber dass sie so winzig bleiben, so ein Mittelding gibt es auch nicht so wirklich, ne? Es gibt, man kann zwar begrenzen, dass da keine wirklichen Hochhäuser entstehen. Aber ich weiß auch nicht, wo da so die Grenzen sind. Wann das jetzt wirklich ein Hochhaus ist und wann nicht. Okay, Verkehr ist immer noch genug da. Ich habe keine Ahnung, warum das so extrem viel ist. Wahrscheinlich, weil hier einfach mal ein ziemlich großes ein ziemlich großes Wirtschaftsspektakel stattfindet. Mal so gesehen. Ja, die meckern auch nicht rum, dass sie keine Arbeiter haben. Ne? Von daher, das ist schön. Alles hier hochgebildete Leute, die gefordert sind. Das ist schön. Haben zwar überqualifizierte Leute, aber meine Güte, sind wir nicht alle ein bisschen überqualifiziert? Wahrscheinlich nicht. Plus 400 Leute haben wir gerade mal. Und hier ist kein Wasser. Das kriege ich hin. Dafür ist hier neben sehr viel Wasser. Sehr viel unsinniges Wasser. Gut. Ja, das sind halt so die alten Sachen da, die alten ganzen Pumpen, was halt früher so war. Hier, ja, Wohngebiet oder was machen wir da? Können wir machen, ne? So ein bisschen Wohnerie. Wobei, wir machen das mal so. Hier oben kommen ein bisschen Gewerbeklöpse hin. So, machen wir es mal hier so. Aha.
Schön, schön, schön. Und da darf dann gewohnt werden. Wobei, hier darf noch Büro hin. Hier auch. Und da darf gewohnt werden. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Auch meinetwegen so eine kleine Wohngeschichte hier. Und dann ist schön. Ich muss noch mal testen, wie das mit den Wohngebieten aussieht, wenn man dann wirklich sagt, hier komm, Stadtviertel und dann als Richtlinie, dass da keine Hochhäuser entstehen dürfen, wie hoch die Häuser dann werden, dass man quasi noch eine etwas feinere Stufe bekommt zwischen dem hier und dem hier. Weil es ist schon als Unterschied, also es ist schon ein bisschen sehr übertrieben, als harte Kante. So ein Mittelding gibt es ja auf jeden Fall auch. Müssen wir halt nur schauen, wie ich das denn hinkriegen kann. Ich denke mal, das wird funktionieren. Aber schauen wir mal. Das war's dann für heute für City Skylines hier in Dresden an der 10 bei Staffel 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Adieu und tschüss.